Das mit dem Schlüssel finde ich jetzt gerade noch ein bisschen seltsam. Ich muss den passenden Schlüssel finden. Hab keine Ahnung, wo. Was war das? Irgendwas hat sich doch da jetzt verschoben, oder? Ja. Die hat's halt nicht so beim Springen. Okay. Ich habe was übersehen. Was habe ich übersehen? Hallo, Columbus. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Columbus, weil er sieht aus wie Columbus. Das ist das gruselige Luftballonbad. Da ist aber... Oh, halt, halt, halt. Ein Schlüssel! Okay. Wir haben einen Schlüssel. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder hier rein. Gut, dann... Ja, das ist er. Sehr schön. Das sieht doch mal richtig heimelig aus, oder? Vielleicht wird's das auch. Ja, das dachte ich am Anfang auch, aber da konnte man nichts ändern. Okay, die Musik hört sich aber definitiv nicht heimelig an. Was suchst du? Das kann ich dir nicht sagen. Okay, hier sind jetzt gerade alle Lichter ausgegangen. Ja. Okay, hier geht's nach unten. Ich hasse es, wenn es runtergeht. Das sah auf dem Bild noch so heimelig aus. Naja. Lichtquelle wieder einmal für den Arsch. Da ist schon wieder die gruselige alte Frau. Und da vorne steht eine Statue. Und die schaut. Hä? Wetten, die schaut mich auch gleich wieder an. Komm schon, du willst mich angucken, ich weiß es doch. Bisher wollte mich alles. Ja, heißt, Christian ist ein Geist. Weil er gerade geschrieben hat, gruselig, wenn Chris im Hintergrund umherwandelt. Wenn du gerade in einem dunklen Raum bist. Vor allem durch das Ruckeln der Cam sah er aus wie ein Geist. So. Ist wieder dunkel. Ah, das Licht bringt jetzt mal wieder ein bisschen mehr. Wow. Na, das ist ja mal imposant. Schick. Der Kerl hatte Geld. Ne? Was flüstert da? Nix flüstert da. Klappe halten. Das sind so griechische Statuen, die wohl leider Gottes ihre Arme verloren haben. Okay, hier komme ich auch rein. Oh. Na, guck mal einer an. Der stand auf Frauenkleider. Hm. Ja, ich weiß. Die sind so schwer, die Streichhölzer. Okay. Also der Kerl war definitiv ein Sammler. Schon wieder so ein riesen Bärenkopf. Okay.
Er war auch ein... Er scheint von seinen Reisen durch die Welt wohl alles mitgebracht zu haben, was er finden konnte. Was wollte er nur mit dem ganzen Kram? Ups. So, also er war ein Jäger. Ui, ich stehe auf den Bären. Ich bin Mr. Putin und reite auf dem Bären. So. Nein. Ich soll den Bären verjagen. Das hat Sinn. Oh mein Gott. Was ist das? Licht? Machst du die automatische Sicherheitsanbau oder? Nee, muss ich. Ist das ein Drache? Das ist ein Drache. Na heilige Scheiße, ist das geil. Was haben wir hier? Das sieht im Großen und Ganzen etwas zusammengebastelt aus, aber vom Ding her könnte das ein Mammut sein oder zumindest ein Mammut-verwandt ähnliches etwas. Aber das gehört bestimmt nicht so. Okay. Wir haben hier eine hübsche Lady. Dann, ja, hier ist der super coole Drache. Und hier haben wir... Hier haben wir etwas Walähnliches, würde ich mal sagen. Von der Kopfform her sieht es aus wie ein Bartwal, glaube ich, sind die, wo diesen breiten Unterding haben, Unterkiefer haben. Wie ein Bartwal. Welche merkwürdige Kreaturen. Ich habe noch nie etwas davon gehört. Also das hier könnte irgendwas Waltechnisches sein, Walähnliches. Hier haben wir... Oh, da ist unsere... Heilige Maria, Mutter Gottes wieder. Da haben wir eine, die sieht wieder griechisch aus. Ja, das war's dann auch schon. Ich werde jetzt mal die Kerzen anzünden, weil vielleicht bringt das Kerzenlicht wieder irgendwas, was man sonst nicht sieht. Das wurde uns ja als Hinweis schon gegeben. Haben wir hier auch noch eine Kerze oder nur im mittleren Raum? Hier haben wir nur am Saufen, die Gute. Toga! 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 Dann machen wir mal das Licht aus und wir finden hier aber nichts. Okay, dann schalten wir das Licht wieder an. Ich habe jetzt aber auch so in diesem Raum... Oh, aber da ist eine Nachricht. Ich bin in den letzten Tagen mit meiner Arbeit gut vorangekommen. Es fehlen nur noch ein paar Komponenten. Aber immerhin weiß ich jetzt, wo ich danach suchen muss. Aha, du könntest mir mal lieber sagen, was du gesucht hast. Weil, ich meine, so einen Drachenschädel bekommt man, glaube ich, nicht täglich. Ist aber sehr schön gemacht. Sehr schick. Also muss man sagen. Sowas hätte ich schon auch gerne in meiner Wohnung. Also, wir haben hier Grippe. Hier hatten wir, glaube ich, die Kleidung, nicht wahr? Genau, dann hatten wir da drüben, halt hier drin haben wir aber auch noch Streichhölzer. Und ich habe ja Kerzen angezündet. Und dann gucken wir mal weiter. Wir haben hier noch eine Tür. Da darf ich noch nicht rein. Von wo kamen wir her? Ich weiß es nicht.
Von hier kamen wir. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Ja. Wieder lauter zugedecktes Zeug. Sowas mag ich ja gar nicht, ne? Bringt wieder gar nichts. Okay. Wieder Tussen in Toga und da ist ja schon wieder Annabelle. Hallo Annabelle. Hat der dich in Massenware gekauft oder bewegst du dich? Also sowas ist ja immer recht gruselig, ne? Da haben wir wieder so eine griechische Kerze. Was für eine Kerze? Die Kerze. Willst du, dass ich die Kerze anzünde? Ich habe die Kerze angezündet. Bringt mir vom Licht her auch nicht sehr viel mehr. Lässt alles nur gruselig flackern. So. Wieder verschlossen. Okay. Da gucken Finger raus. Guck dir das mal an. Da gucken Finger raus. Oder sind es Füße? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall nichts gefunden. Okay, gerade laggt das Spiel etwas. Auch hier fällt mir jetzt so nichts auf. Meine Nase juckt. Hast du gesagt, am anderen Tisch, auf der anderen Tischseite auch die Kerze anschalten? Nein, also. Oh. Okay. Annabelle, hilf mir. Was soll ich hier tun? Okay, wir haben hier nichts. Geh doch weiter. Hier, glaube ich, war zu, ne? Hier war zu. Hier konnten wir noch ein. Ich habe nur noch eine Batterie. Hier war aber auch nichts. Hier drüben waren die Jagdtrophäen. Hier vielleicht was übersehen. Nee, die Kiste im Gewandraum ist nicht zu öffnen, soweit ich das mitbekommen habe. Auch der Bär? Ist vielleicht was in deinem Maul versteckt oder so? Nee, ne? Ich kann gerne nochmal speziell versuchen, aber soweit ich das gemerkt habe, lässt sich die Kiste nicht öffnen. Nein, also die Kiste bleibt zu. Die Kiste bleibt zu. Okay. Also dann vielleicht doch im Bestienraum. Ich sage jetzt einfach mal Bestienraum.
Hi, du.